Herzlich willkommen zur zweiten Erfolgsgewohnheit von Rockefeller, die du auch heute sofort in dein Unternehmen übernehmen kannst. Mein Name ist Daniel Schäfer und ich bin Geschäftsführer des X-Group Instituts für Gründung, Finanzierung, Geschäftsentwicklung und wir helfen mehreren hundert Unternehmern oder Gründern dabei, ihre Vorhaben zu entwickeln. Wir haben über 40 Berater, die bundesweit auch digital beraten und durch Zulassung und Zertifizierung auch gefördert werden können bis zu 100%. Studien haben immer wieder bestätigt, dass die 10% der erfolgreichsten Unternehmen nicht zufällig erfolgreich sind, denn sie haben eines gemeinsam. Sie haben nicht nur Vision und Mission, sondern auch Ziele, die auf jeden einzelnen Mitarbeiter runtergebrochen sind. Das nennt man KPIs, also Kennzahlen zu Deutsch. Und das, was Rockefeller schon vor vielen, vielen Jahren empfohlen hat, dass jeder im Unternehmen seine wichtige Quartalsprioritätszahl kennt und dafür auch eine Kennzahl hat. Das heißt, das Erste, was du sofort heute, diese Woche, diesen Monat erledigen solltest, dass du für alle Abteilungen, für alle Departments, ob es Marketing, ob es Sales, ob es Operation ist, ob es Finanzen oder Legal oder ob das HR ist oder andere Unternehmensbereiche, die du hast, eine Quartalskennzahl festlegst, die wiederum abhängig herausgelöst ist und angelehnt an das Jahresziel ist. Du brauchst also ein Jahresziel und du brauchst für alle Abteilungen dann Quartalziele. Das ist deine erste Aufgabe. Im zweiten Schritt geht es nun darum, in Anlehnung an die herausgefundene Quartalskennzahl hier Department noch drei weitere Prioritäten herauszufinden. Beispielsweise kann es für die Marketingabteilung nicht nur wichtig sein, neue Leads, also neue Interessenten für die Salesabteilung zu gewinnen, sondern zusätzlich noch die Kennzahl zu machen, wie hoch ist der Traffic oder wie viele neue Listeneintragungen gibt es oder wie hoch ist die Anzahl der Abonnenten oder wie hoch ist die Anzahl der Besucher der Landingpage. Es gibt also viele zusätzliche Kennzahlen, die das unterstützen, dass die Hauptkennzahl unterstützt wird. Und hier suche die wichtigsten 3 bis 5 Zusatzkennzahlen raus und bewerte die nach Relevanz und Bedeutung. Und damit du in der Gemeinschaft auch Motivation freisetzt, macht es Sinn, dass du für dieses Quartal mit der entsprechenden Kennzahl, Quartalskennzahl, auch ein Motto findest. Also, mehr Geld für Urlaub oder wir erreichen das Ziel, so viel Umsatz zu machen, um den nächsten Büroumzug zu finanzieren. Oder, wenn dieses Quartalsziel gekennzeichnet ist, gibt es neue Laptops oder andere Techniken oder Erhöhung von Gehalt. Das heißt, such dir auch für dieses Quartal ein Motto raus und verbinde es mit einem Incentive, einer Party, die dann, wenn das Ziel erreicht wird, dann auch gefeiert wird. Und der vierte Schritt bei dieser zweiten Erfolgsgewohnheit von Rockefeller ist die Kommunikation und die Sichtbarmachung. Das bedeutet, es wird nicht nur einmal bekannt gegeben oder in 1:1 Gesprächen darüber gesprochen, sondern es wird in der gesamten Gruppe auch kommuniziert und vor allen Dingen visualisiert. Trefft euch am besten einmal in der Woche und jeder trägt seine Kennzahlen vor, ob er die erreicht hat oder nicht erreicht hat, was ihm fehlt oder ob er die überschritten hat und Belohnung bekommt. Zusammengefasst, wenn du das umsetzt, hast du große Chancen, auch zu den 10% der erfolgreichsten Firmen in deiner Branche zu gehören. Einfach, weil du Ziele hast und die runtergebrochen hast auf jede Abteilung und in jeder Abteilung auch jeder Mitarbeiter genau weiß, nicht nur, was er machen muss und wofür er da ist und wie er es machen muss, sondern was in diesem kommenden Quartal auch der nächste Leistungssprung ist, damit die Gesamtziele erreicht werden können. Und die Gesamtziele wiederum, wenn die erreicht werden, fließen wieder zurück als Bonifikation, als Incentive auf das gesamte Team. Dieses Denken und dieses Bewusstsein gilt es im gesamten Team zu integrieren, denn normalerweise haben nur Führungskräfte oder die Inhaber von Unternehmen dieses Denken. Ein weiterer Vorteil ist, dass jeder Mitarbeiter in dem Team jeden Tag ganz genau weiß, wo Kursziel ist, wo Norden ist. Jeder Mitarbeiter weiß auch, ob er seinen Tag gut oder seinen Tag eher schlecht abgeschlossen hat. Und ganz wichtig ist auch, jeder weiß auch Bescheid, welchen Nutzen, welchen Beitrag er für die Firma gibt und er weiß auch Bescheid, was sein nächstes Leistungsziel ist und so lassen sich auch Gehaltserhöhungen oder andere Vorteile besser verhandeln, wenn man nachweisen kann, dass man die Leistung, die vereinbart wurde, auch erbracht hat. Gerne kannst du also mit dem kostenfreien Erstgespräch dir mehr Informationen bringen, wie wir dich dabei unterstützen können, denn wir haben über 40 Berater, die bundesweit, digital oder auch persönlich dich beraten können über Videokonferenzen oder bei uns in den Beratungsräumen. Dadurch, dass wir zugelassen und zertifiziert sind, können wir auch Kostenerstattungen von 50% bis 100% Zuschüssen für dich und die Beratung beantragen, und zwar über mehrere Jahre. Gerne kannst du jetzt das Video mit Daumen hoch liken, unseren Kanal abonnieren, uns weiterempfehlen oder jetzt Gebrauch machen von unserem Leistungsangebot. Vielen Dank, dass du unser Video zu Ende geschaut hast und gerne kannst du unseren Gutschein nutzen für ein kostenfreies Erstgespräch. Den Termin kannst du vereinbaren, entweder über unsere Webseite oder über unsere Hotline.
Dann kannst du auf über 40 Experten von uns zurückgreifen, die bundesweit beraten und weil wir zertifiziert sind, kriegst du die Beratung auch noch bezuschusst und zwar von 50% bis 100%. Jetzt kannst du unseren Kanal abonnieren oder uns weiterempfehlen. Ich wünsche dir viel Erfolg, dein Daniel Schäfer.